Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video. Und heute soll es um das meiner Meinung nach beste Auto in Rocket League Sideswipe gehen. Und zwar den Scarab, Freunde. Leute, alles was ihr machen müsst, um kein so geiles Rocket League Sideswipe Video oder keinen geilen Rocket League Sideswipe Streamer zu verpassen, ist einfach super, super gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem Video. So Leute, hier sehen wir ihn schon, den Scarab. Ich habe ihn ja aus Rocket Pass Level 35 bekommen. Da bekommt man ihn auf ganz entspannt, kann ihn jeder bekommen. Und ich habe jetzt hier noch schöne titanweiße FSL-Räder, wer das Video gestern gesehen hat, und einen pinken Heiligenschein, weiß, woher ich das bekommen habe. Aber ich würde sagen, bevor wir das Video starten, machen wir wie jedes Mal erstmal das geheime Item auf. Ich muss euch gleich noch was zeigen. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen auf ganz entspannt gezockt, ein bisschen offstream gezockt und habe ein geheimes Item geöffnet. Ich zeige euch gleich, was ich daraus gezogen habe. Erstmal hier, ey, ich hoffe, ich zähle auf Kobaltblau. Immer irgendwas painted, nehme ich immer super gerne mit. Aber jetzt, was habe ich gestern gezogen? Schaut es euch an, Mann. Schaut es euch an. Ich habe jetzt zweimal Atomizer. Ich habe einmal Atomizer in Titan, in Himmelblau gezogen und einmal in Normal. Nee, Freunde, aber worum soll es heute gehen? Es soll heute um dieses geile Auto gehen. Ich sage euch ehrlich, dieses Teil. Viele werden denken, Bruder, der ist übel scheiße, what the fuck, der kann gar nichts. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe jetzt mit dem gespielt ein bisschen. Ein bisschen Offstream und ein bisschen Onstream auch. Ich werde euch gleich ganz am Ende nochmal ein paar Szenen einblenden aus den ganzen Streams. So die besten Szenen, die ich jetzt hier mit dem Scarab erspielt habe. Er spielt sich unglaublich gut. Man trifft super, super einfach. Also ich habe das Gefühl, wenn man normal zockt, ich bin nie jemand, der irgendwie auf Goldshots oder auf Purple Shots geht. Denn ich weiß, was Purple Shots sind. Purple Shots sind, wenn man den hier so mit der Unterseite vom Auto trifft, dann trifft man einen Purple Shot. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt euch auch nicht so genau zeigen, weil ich es noch nicht so genau geübt habe. Aber man trifft ganz oft so Purple Shots. Man trifft aber auch... Das war leider jetzt kein Purple Shot. Aber man trifft ganz oft Purple Shots und man trifft auch ganz oft Gold Shots. Einfach so random, obwohl man ganz normal spielt. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil von dem Spiel, weil Purple Shots und Gold Shots sind deutlich stärker als die normalen Shots. Deswegen, man trifft die deutlich häufiger, was schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil vom Scarab. Zweitens finde ich, er ist einfach ein geiles Auto, weil er ein bisschen meme-mäßig aussieht. Aber er flippt auch gefühlt viel schneller. Wenn ich so Jump drücke... Und dann flippt er gefühlt in der Zeit, wo andere Autos, zweimal schöner Flip-Reset hier gerade, by the way, mitgenommen, dann flippt er viel, viel schneller als andere Autos. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, in der Zeit, wo er zweimal flippt, flippen andere Autos einmal. Ich weiß nicht, ob es nur so ein Gefühl ist, aber no joke, probiert dieses Auto mal aus. Ich habe damit genauso gezockt wie auf allen anderen, mit allen anderen Autos. Jetzt bin ich gestern wieder ein bisschen runtergepusht, aber wir waren in Duos zwischenzeitlich auf Dia 2 mit diesem Auto. Ich habe dann gestern... um 12:30 damit gespielt und da waren wirklich an einem Freitagabend um 12:30 sind die größten Sweats in ganz Rocket League Sideswipe auf dem ganzen Planeten am Start. Ich weiß nicht, was da los war. Aber Leute, ich würde sagen, probiert wirklich mal dieses Auto aus. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur ganz entspannt Level 35 im Rocket Pass erreichen und dann kann das jeder freischalten. Das ist ein super, super geiles Auto. Klar, Dominos werden jetzt auch viele zocken. Dominus kriegt man ja schon ab Level 10, das ist auch ein sehr, sehr cooles Auto. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, Scarab wird mein neues absolutes Main-Auto. Zudem sieht es auch meiner Meinung nach extrem funny einfach aus. Ich meine, guckt es euch an. Irgendwie erinnert mich das jedes Mal an irgendeinen kleinen Marienkäfer, whatever. Ich feiere dieses Auto einfach fucking normal. Es ist übel geil. Leute, ich würde sagen, ich blende euch jetzt nochmal die geilsten Szenen und die geilsten Tore, die in den ganzen Streams passiert sind, nochmal ein, dass ihr wirklich sehen könnt, fuck man, der Scarab ist es. Ich habe gerade da, glaube ich, mit Emre oder so, habe ich, glaube ich, zusammengespielt im Duo und da haben wir beide Scarab gespielt und es lief einfach unnormal gut. Ich glaube, wir haben eine 10er Winstreak auf Dia-Niveau hingelegt, was einfach nur geil ist, es krank ist. Deswegen, Leute, viel Spaß mit den Highlights vom Scarab und wirklich, probiert den Scarab aus, wenn ihr probiert es aus, vielleicht ist es ein Auto für euch, vielleicht nicht. Für mir funktioniert ja geisteskrank gut. So, Leute, ich würde sagen, nochmal ganz wichtig, alle Autos haben die gleichen Hitboxen. Also es hat jetzt nicht irgendwie eine bessere Hitbox oder so als andere Autos. Es ist egal, ob ihr Dominos spielt oder einen Octane. Alle Autos haben wirklich 1:1 genau die gleiche Hitbox in Rocket League Sideswipe. Wir grinden jetzt bis Champ durch, das weißt du, ne? Weil ich bin der beste Spieler der Welt. Ich bin der Beste, wirklich der Beste. Ich schwöre, das ist jetzt keine Lüge und das ist jetzt auch kein Clickbait. Ich sage, ich mache ein Video. Ich mache ein Video, wo ich sage, Market, der spielt so ein richtig hässliches Auto, aber Hauptsache selten. Guck, der Scarab, es ist der Scarab. Guck, es wie an, wie OP der ist. Chat, echt? Als ob es so einen Schwitzer schon gibt. Ja. Chat, das ist Scarab, vertraut mir bitte. Ja. Du musst jetzt sagen, warum ist das Tor gerade rein? Was sind so klassische Leute? Johannes, Peter. Er hat jetzt Scarab. Ja, in Italien ist jeder zweite Luigi. Stark. Können den Scarab. Das ist natürlich ja, okay. Nicht bei jedem. Nicht bei jedem. Ja, guck! Guck!
Maximilian vielleicht. Wir werden jetzt einfach Dia in Duos. Ich war noch nie Dia. Mein höchster Rang letzte Season war Plat 3. Chat, ihr müsst alle belieben jetzt. Wir werden es schaffen. Wir werden alles geben. Wir werden grinden, Mann. Wir werden grinden. Wir werden zum besten Rocket League Sideswipe-Spieler auf dem ganzen fucking Planeten, Alter. Wir wären einfach die Besten. Egal, weiter, Junge, weiter. Nicht aufgeben. Kein Problem, Junge. Weiter, weiter, weitermachen. Weiter, Junge. Mann. Was sind das für Kacktore? Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Geil, Junge. Weiter, weiter. Eine Minute noch. Komm, Junge. Was? Was macht der? Was war das? Schön, Junge, weiter. Mein Gott, Junge, komm. Ein Tor noch, dann ist es Ausgleich. Puh, Digga, warum zitter ich so? Kein Jump mehr, oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge, wie ich da war. 3-3, weiter, weiter. Ein Tor noch, Junge, komm. Schade. Gehen wir rein. Und jetzt ab nach hinten. Junge, was? Was? Nein. Oh, war das gut vom Gegner. Bitte mach ein Eigentor. Nein. Ist gut. Nein, geh doch rein. Verlängerung, Digga, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Meine Hände schwitzen mehr als weiß ich nicht. Bitte, Junge. Nein. Nein, was macht der? Nein. Oh mein Gott, ja! Ja! Junge, du hast geschafft! Du hast geschafft! Junge, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge, let's go! Let's go, Junge! So Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Kuss geht raus wie immer für euren ganzen Support in letzter Zeit. Vielleicht schaffen wir wirklich dieses Jahr noch die 7000 Abonnenten. Wäre natürlich geisteskrank. Wir sind jetzt schon über 6800. Das heißt, es fehlen nicht mal mehr 200 Abonnenten. Freunde, ich würde aber sagen, wir schnacken gar nicht lange drum rum. Und ich würde sagen, haut rein und ciao. Ciao.